Moin Moin zusammen, hier ist der Klabautermann. Wir spielen wieder eine Runde PlayerUnknown's Battlegrounds und zwar auf der neuen Wüstenmap. Ich gucke gerade, der Flieger kommt direkt vom Süden und fliegt hier ziemlich mittig drüber. Dann würde ich doch mal schauen, ob ich irgendwie hier rüber komme. Ich würde mal... Ich versuche mal hier hinzukommen. Und dann nach Impala rüber zu gehen. So, und das müsste hier diese nette Ansammlung von Häusern sein. Mal gucken, wer mit mir zusammen rausgesprungen ist. Keiner. Also zumindest keiner, der so nah noch wäre, dass ich es sehen würde. Doch, da unter mir ist einer. Ach, und da ist ein Flugzeug geschrottet. Das ist ja krass. Das ist mitten in die Gebäude gestürzt. So, wie sieht es rundherum um mich aus mit Fallschirmen? Geht so. Dann einmal hier durchlooten und dann gleich versuchen, weiter an der Map ranzukommen. Vorsichtshalber die Türen zu. Relativ viel Zubehör, aber keine Waffe, auch nicht. Da ist mal eine Shotgun. Ah, ich bin voll. Ein bisschen Shotgun-Muni brauche ich schon. Oder ich nehme einfach hier den Rucksack und den Helm mit. Helm Stufe 2. Rucksack. Schnelleres Nachladen. Und wieder rein. Das sind nur Flaschen. Hier ist nichts. Das ist ein Achtersucher, Mann, Mann, Mann. Also ich glaube, hier auf dieser Map kann man viel besser snipern als auf anderen Maps, weil es eben diese Höhenunterschiedsgeschichte gibt. So. Und was bei mir wieder gut funktioniert, ist... ist die hohe oder Ultra-Einstellung beim die Hoch- und Ultra-Einstellung von der Grafik, und ich finde die viel besser und viel schöner als dieses Matschige, was ich sonst hatte. Den habe ich schon. Ansonsten liegt hier nur Müll rum. Da ist doch mal eine Uzi und ganz schön viel 9mm Munition. Und hier dieser Handgriff. So, mit der schieße ich ja deutlich lieber so auf nahe Entfernung als mit der Shotgun. Das heißt, die Shotgun fliegt jetzt auch wieder raus. Und ich nehme mir sie hier mit. Mit dem Vierfachsucher erstmal. Den Achtfach kann ich ja immer noch reinmachen. Wenn benötigt.
So, jetzt bin ich eigentlich schon viel länger hier in dieser Stadt, als ich das ursprünglich wollte. Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich Besuch kriegen könnte. Da war doch auch eine Tür, oder? War das noch der Flieger? So, jetzt die Frage, komme ich hier aus dem Fenster raus? Ja, komme ich. Jetzt bin ich gierig und will hier die Medikamente noch haben. Ich hoffe, das wird mir nicht zum Verhängnis. Okay, manche Fenster haben gar keine Scheiben. So. Da drüben ist die Stadt, zu der ich hin will. Hallo Annibelle. Schön, dass du im Twitch-Chat mit dabei bist. Und du hattest gedacht, dass heute The Long Dark dran sei. Ich glaube, das spiele ich auf jeden Fall auch noch. Da habe ich allerdings in der Nacht schon ein Video gemacht, was die Update-Inhalte so ein bisschen näher beleuchtet. Das ist schon auf YouTube hochgeladen und ich habe einen Blogartikel geschrieben. Und war einfach sehr neugierig, was jetzt diese neue Map von PUBG angeht. Und gerade mache ich mir irgendwie ernsthaft Hoffnung. Ach, sehr schön, sehr schön. Ich habe ein Zonenglück. Erstmal ist die Map, ist die Stadt da drüben noch in der Zone drin. Nur unterschätzt, dass es doch ein ziemlich weiter Laufweg jetzt war. Es wäre wahrscheinlich cleverer gewesen, auf der Straße zumindest mal nach einem Fahrzeug zu schauen. Aber mein Gott, jetzt ist es so, wie es ist. Dann poker ich mal, dass hier noch keiner ist. Finde ich mal einen besseren Rucksack. Fünfer-Muni brauche ich. Was ist das für ein Riesengebäude hier? Jetzt brauche ich aber ein größeres Magazin, dass ich richtig Leute totuzieren kann. Und das ist ganz nett, dass ich mal so eine kleine Polizeiweste finde. Das war mir gar nicht gerade so klar, dass ich da völlig schutzlos bin. Gott, das ist ja mega verwinkelt, dieses Gebäude. Eine Pfanne. Sehr schön.
So, wir haben noch knapp 50 Leute, die sich jetzt hier in diese Zone begeben müssen. Und ich kann... Ist das da drüben Los Leonos? Nee. Ich versuche gerade so ein bisschen rauszukriegen, wie weit ich schauen kann. Da steht so ein VW-Bus, den man spielen kann. So, okay, dann war hier, nee, war hier um die Ecke. Das Treppenhaus. Habt ihr den schönen Schrank gerade gesehen, der da stand? Das ist ein Spiegel, ich glaub's ja nicht. Oder? Nee. Nee, es ist ein Fenster. Irgendwas klackert hier. Aber das ist diese Klimaanlage, oder? Oder irgendwo tröpfelt Wasser oder sowas. So, jetzt muss ich mich hier wieder verpissen und zwar genau da, wo dieser Buggy steht und nach Los Leonos rüberfahren. Hallo? Wieso kann ich jetzt hier nicht raus? Okay, ich dachte, da könnte ich jetzt nach dem Update rausklettern. War aber scheinbar nicht so geplant. So, haben wir noch ein Auto? Oder gehen wir gleich darüber zu dem VW-Bus? Da können wir den auch mal fahren. Das ist wohl das Fahrzeug, was die meisten Schüsse einstecken kann. Da ist nochmal so eine Hacienda. Ich hoffe, ich komme da noch hin. Und komme in den Genuss, dieses Fahrzeug ein bisschen zu fahren. Die Türen sind zu. Und fahre dann mit dem VW-Bus in die Zone rein und stelle mich da irgendwo an den Rand. Ach Gott, was eine Mühle. Ach Gott, wie süß. 47 km/h. Noch einer. Ist der identisch? Na ja, gut, ich darf ja 90 fahren hier. Jetzt sind wir bei 62. So. Und bevor ich jetzt da wirklich in die Stadt reinfahre, wollte ich mich hier irgendwo ins Gelände verziehen. Thank you.
Vielleicht kann ich da irgendwie eine hohe Position mir suchen und von meinem Achterscope Gebrauch machen. Erstmal vielleicht noch einen Blick auf die Map. Hier scheint auch so eine Art alter Straße. Achso, nee, das ist diese Ebene, die da unterhalb von mir ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier hochkomme, dann sollte ich da runterschießen können. Guck mal, hier liegt sogar noch Loot. Dummerweise ist das hier alles relativ flach. Was ist, wenn ich versuche, darüber zu kommen? Da habe ich vielleicht ein bisschen mehr Deckung. Achso, nee, das ist ein ganz anderer Hügel. Oh Gott, das sind jetzt aber doch einige der Baustellen sind höher als meine Position. Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Auch der Berg da drüben ist höher als meine Posi. Habe ich doch da ein Motorrad gehört. Es könnte natürlich dumm laufen und da kommt jetzt gleich jemand. Oder flitze ich in die Stadt runter? Ich höre das Auto oder Motorrad oder was auch immer es war, noch fahren irgendwo in der Ferne. Ich weiß halt nicht, wo man überall rauf kann. Kann man auf diese Kräne rauf? Moin, moin, Captain Babs. Schön, dass du auch im Chat bist. Ich bin jetzt hin und her gerissen, ob ich mich eincampen soll. Okay, ich campe mich hier nicht ein, sondern ich muss irgendwo hier in den Teil der Stadt runter. Oh, verdammt. Da läuft doch einer.
Das könnte das Motorrad sein, was ich eben gehört habe. Dann ist da jemand mir nachgekommen und in die Felsen gegangen und hat die Schüsse gehört und ist jetzt hoffentlich abgelenkt. Und ich fahre jetzt auf meinen gelben Punkt zu und werde hier hoffentlich nicht runtergeschossen. Gott, das ist ja alles hier verfallen. So, jetzt warten wir mal, wie die Zone sich entwickelt, wohin wir weiter müssen. Na, wie sollte es auch anders sein? An den Arsch der Welt. Irgendeins noch fahrbar von den Dingern? Bisschen Angst vor dem, na gut, vor allen Häusern hier eigentlich. Die einzige Hoffnung sind nur noch 24 am Leben. So. Na, ob das so clever war, mir dieses Haus da in den Rücken zu holen, wenn ich jetzt hier den Berg hochflitze. Wenn da einer drin ist und mich sieht, bin ich schnell weggemäht. Oh oh. Aber ich habe schon mal Glück gehabt. Zumindest wenn jetzt hier irgendeine Berggruppe kommt. So, und da unten sind auch schon die Häuser, wo ich hin will. Und da unten läuft einer. Der will auch zu meinen Häusern. Oh fuck. Fünfzehn am Leben.
So, ist da jetzt ein Fenster drin oder nicht? Okay. Jetzt muss ich rüber zu diesen Silos oder was auch immer das ist. Ich glaube, ich gehe wieder hinten raus. So viel. Ach, dahinter muss ich. Boah, ist das hier tricky. Ich bin drin in der Zone. Ich hätte jetzt nur noch gern irgendwas mit mehr Deckung. Falsche Waffe. Meine Güte. Ja, das war eine Runde PUBG auf der Wüstenmap. Ich gucke mir jetzt gleich diese Killcam nochmal an. Die braucht einen kleinen Moment, bis sie sich aufgebaut hat. Da scheint direkt über mir einer zu stehen und meinen Kampf fortzusetzen. Ach, guck an, der hatte auch nur so eine komische Waffe. Und hat er die ganze Zeit auf mich geschossen? Also, Killcam Replay. Der ist da irgendwie entlang. Ach, okay, guck mal, jetzt hat er erst den da unten gesehen. Dann kam da links ich. Naja, okay. Der hatte einfach wesentlich besser. Ah, yeah. Okay, ich habe immerhin 2 Trefferpunkte. Ich habe Platz 10 erreicht. Das ist doch auch schon was. Dann danke ich fürs Zuschauen. Ich mache jetzt ein Päuschen. Ich mache mich nachher vielleicht nochmal über The Long Dark her. Und wünsche euch einen schönen Nachmittag erstmal. Soweit, schöne Grüße vom Klappi.